wenn ich hier jetzt über das Thema Personalqualifizierung technologiebasiert rede, steht eigentlich im Vordergrund die Personalqualifizierung und die Technologie als Enabler oder als Werkzeug, um die Prozesse und die Ergebnisse zu verbessern. Das ist eigentlich der Hintergrund. Es geht letztlich darum, dass ein Unternehmen bessere Mitarbeiter hat, die so ausgebildet sind, wie es sie braucht, wie sie bestimmte Regularien erfüllen können und die auf der anderen Seite aber auch die Partizipation, also das Wissen der Mitarbeiter nutzen. Also es geht um beide Aspekte. Partizipation, das war das, was wir eigentlich eben gesehen haben. Wie kriegen wir mehr Demokratie ins Unternehmen rein, dass die Unternehmen davon profitieren? Und auf der anderen Seite, wie lösen Unternehmen damit ihre Probleme? Vielleicht zwei Folien zur IMC AG, wurden schon ganz kurz eingeführt. Wir sind hier im Saarland mit unserem Hauptsitz aktiv, sind als Spin-off aus der Universität des Saarlandes heraus. Vor 15 Jahren sind heute 150 Mitarbeiter in 8 Ländern in Europa aktiv, aber auch in Asia Pacific aktiv. Wir haben übrigens, können Sie dem Herrn Flaccus eine Mail schicken, wenn er gerade in Südamerika ist, gerade unsere Technologie nach Brasilien oder Argentinien exportiert, die KPMG. Dort wird unsere Softwarelösungen einsetzen, um ihre Mitarbeiter zu qualifizieren. Also vielleicht können Sie ihm da schon mal gerade auch schöne Grüße nach Südamerika schicken. Wir haben einige Kunden in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, aber auch international. Unser größter Kunde ist das Department of Health in UK, 1,5 Millionen Nutzer für das Thema Qualifizierung, alle Mitarbeiter im Pflegebereich, im Bereich vom Health-Bereich, also in Kliniken, sind angestellt national beim National Health Service und werden über das Department of Health in UK verwaltet und darüber werden zentral auch dann Bildungsdienste angeboten. Hier im Saarland, Haga, Festo beispielsweise sind auch Anwender unserer Technologien, werden ja nachher auch hier einen Vortrag halten. Auch die Universität des Saarlandes nutzt beispielsweise unser Learning Management System Klicks für alle Hochschulen im Saarland. Nun zum eigentlichen Thema Personalqualifizierung. Bill Gates hat noch nicht lange her diesen Spruch hier gesagt. Er hat schon mal einen Spruch gegeben. Er hat mal vor Jahren gesagt, er glaubt nicht daran oder nie daran, dass ein Personalcomputer mehr als 500 Megabyte Hauptspeicher benötigt. Das hat sich als falsch dargestellt und vielleicht ist dieser Spruch auch verkehrt. Also er hat gesagt, wenn man die besten 20 Köpfe aus Microsoft rausnehmen würde, wäre das Microsoft nicht mehr das Unternehmen in der Art, wie es heute funktioniert. Das heißt, er sagt eigentlich, wir brauchen Top-Führungskräfte damit, um ein Unternehmen in die richtige Richtung zu steuern. Ich glaube, diese Aussage muss man teilen, das stimmt, man braucht diese Top-Führungskräfte. Aber ich glaube, man kann sich darauf nicht alleine verlassen, sondern man muss wirklich versuchen, auch Demokratie zu stärken. Insofern würde ich diesen Satz auch nur bedingt unterstreichen. Aber er sagt eigentlich, was auch dahinter steht, ist, man braucht natürlich eine Strategie im Unternehmen in Richtung Personalqualifizierung. Man kann es nicht nur laufen lassen. Wenn wir uns heute sehen, wie der War for Talent aussieht in Unternehmen und wodurch der gekennzeichnet ist. Und letztlich geht es darum, die Talente im Unternehmen zu fördern und zu entwickeln. Talente sind alle Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter hat ein Talent. Es gilt nur, das richtige Talent zu finden und zu fördern und ihn richtig auch entsprechend einzusetzen. Das ist die Herausforderung, die ein Unternehmen hat. Wenn wir uns das heute ansehen, dann steht oben links, neue Generation an Mitarbeitern kommt in die Unternehmen. Das sind diejenigen, die im Bewerbergespräch, und wo sich also das Unternehmen bei den Mitarbeitern bewirbt, fragen, was habt ihr denn für eine Policy im Unternehmen? Darf ich soziale Netzwerke nutzen? Das ist für viele heute ein wichtiger Teil einer Unternehmenskultur. Dürfen Sie hier in diesen Netzwerken auch beruflich kommunizieren? Wie stark ist das? Wie ist die Policy hier ausgerichtet? Können wir Entscheidungen im Unternehmen beeinflussen, indem wir Mitsprache haben bei bestimmten Aktivitäten rund um das, was uns angeht, stimmt die Work-Life-Balance und so weiter. Das sind wichtige Fragen heute, wenn Unternehmen Mitarbeiter einstellen wollen, gerade jüngere Generationen. Der demografische Wandel ist der nächste Teil, der dazu beiträgt, dass dieser War for Talent entsteht. Ich habe eine Folie
dabei vom IAB, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, macht ja Studien über die Demografie, wie sich hier die Entwicklung in Deutschland zumindest ergibt. Demnach fehlen seit dem Jahr 2010 am deutschen Arbeitsmarkt 200.000 Mitarbeiter jährlich. Also Arbeitskräftepotenzial sinkt in Deutschland um 200.000 Mitarbeiter jährlich. Also die Stadt Saarbrücken fehlt jedes Jahr am Arbeitsmarkt. Und das über die nächsten Jahre. Und diese Kurve hier berücksichtigt schon eine optimale Zuwanderungsquote und eine deutliche Verbesserung der Frauenquote im Berufsleben. Und diese Aspekte, wenn man die berücksichtigt, dann sieht man hier, dass wir wirklich in ein Problem reinkommen. Und wenn wir das auch uns ansehen, dann brauchen wir in den nächsten Jahren uns gar nicht mehr um E-Recruiting-Technologien und so weiter großartig zu kümmern, weil es gibt am Arbeitsmarkt keinen mehr zu E-Recruiten. Ja, wir müssen uns andere Wege finden und da spielen auch die sozialen Netzwerke eine große Rolle. Sie kommen aus St. Gallen, Nähe von Zürich. Wenn Sie heute in der Schweiz einen Berater suchen, einen Consultant suchen und schalten eine Stellenanzeige in den ejobs.ch, das ist, glaube ich, die meistverbreitete Jobbörse in der Schweiz, dann haben Sie dort 1000 offene Stellen ausgeschrieben zum Thema Consultant im IT. Und Sie können sich überlegen, wie viele Bewerber Sie dann als kleineres Unternehmen bekommen. Die Großen, die haben hier noch gute Chancen. Google sitzt in Zürich mit Blick über den Zürcher See in einer Konzernzentrale mit herrlich natürlich, ne? Das ist natürlich attraktiv für die Leute, da können aber die mittelständischen Unternehmen, auch selbst wenn sie Weltmarktführer sind, schon fast nicht mehr mithalten. Also insofern muss man sich da neue Wege suchen und die Demografie schlägt hier voll zu. Der Bedarf an Wissensarbeitern steigt stark an. Das ist klar, das heißt, wir brauchen die entsprechenden Werkzeuge, um diese Wissensarbeiter zu unterstützen. Da kommen die sozialen Netzwerke ins Spiel. Oben rechts transparente Arbeitsmärkte, da zeige ich eine zweite Folie dazu. Hier mal das Beispiel, wie die IMC in LinkedIn dargestellt ist. LinkedIn ist ein soziales Netzwerk im Businessbereich, also Xing ist das, was in Deutschland das meistverbreitetste ist, global ist es LinkedIn. Und LinkedIn bietet jedem, der das sehen will, Statistiken über die Unternehmen und die Mitglieder. Also diese Statistik wird generiert aus den Daten, die die Personen, die in den Unternehmen arbeiten, in diesem Netzwerk hinterlassen. Und hier sehen Sie beispielsweise, ich habe hier irgendwo auch einen Zeiger, ich versuche es mal gerade hier. Das Blaue ist die IMC, ist das, was über die IMC hier drin steht. Und das Grüne ist das, was über unsere Mitbewerber im Durchschnitt an Daten verfassbar ist. Das ist jetzt eine von vielen Statistiken, die Sie über IMC in LinkedIn abrufen können. Die haben wir nicht erzeugt, nur um das nochmal klar zu machen. Die werden generiert, diese Daten. Und wir haben es jetzt ganz gut getroffen. Also 26% aller Mitglieder, die der IMC zugehörig sind hier in dem Netzwerk, haben ein Doctoral Degree. Unsere Mitbewerber nur 5%. Ja. 26% unserer Mitarbeiter haben ein Master-Degree, unsere Mitbewerber 37%. 26% unserer Mitarbeiter haben ein Bachelor-Degree, 50% im Mitbewerberbereich. Also 75% unserer Mitarbeiter, die hier drin sind, haben einen akademischen Abschluss. In Realität sind es 85%. Also das kommt hier schon ganz gut hin. Nicht jeder unserer Mitarbeiter ist hier auch Mitglied drin. Aber solche Daten werden plötzlich transparent. Und für Bewerber werden sie ja auch transparent. Für die Mitarbeiter werden sie auch transparent. Das heißt, die vergleichen sich auf diese Art und Weise neutral mit ihr Unternehmen, in dem Sie arbeiten, mit möglichen anderen Arbeitgebern. Und damit wird diese Dynamik im Arbeitsmarkt wesentlich beschleunigt. Loyalität sinkt damit. Bindung der Mitarbeiter zu den Unternehmen sinkt. Auch durch den Fachkräftemangel wird natürlich es attraktiver, mal einen Job zu wechseln, weil natürlich der Bedarf enorm hoch ist.
Und natürlich ist damit auch verbunden das, was Steve Jobs, Bill Gates am Anfang gesagt hat, dass das Führungskräfteproblem verschärft sich auch. Weil auch für die Führungskräfte natürlich der Arbeitsmarkt transparenter wird. Die Auswirkungen der sozialen Netzwerke sind noch weitgehender. Wenn wir uns anschauen, was ein Unternehmen an Personaldaten hat über seine Mitarbeiter, dann sind es die Gehaltsdaten, die Tage der Urlaubszeiten, abgeschlossene Qualifizierungen, der Lebenslauf. Vielleicht noch irgendwelche Notizen, wenn es gut ist, ein Kompetenzprofil. Also dann ist man schon gut im Unternehmen. Wenn es noch besser ist, dann haben Sie auch wirklich so die ganzen Mitarbeitergespräche, Feedback, Dokumentationen und so weiter auch mit dem Kompetenzprofil verknüpft und haben irgendwo so eine individuelle Entwicklungsplanung, Karriereplanung für den Mitarbeiter auf Basis von Job Families. Das ist so eigentlich heute die Welt der Personalleute. Wichtig für die ist, das Gehalt muss Ende des Monats da sein, die Mitarbeiter müssen wissen, wie viele Urlaubstage sie haben, das ganze Management mit Arbeitskammer und mit den Sozialversicherungen muss funktionieren und so weiter. Aber eigentlich ist das für ein Unternehmen nicht strategisch. Ja, also das ist strategisch ist für das Unternehmen zu wissen, wo sind die Leute gut, was können die, was haben die für Bedarfe. Witzigerweise sind diese Informationen nicht im Unternehmen gespeichert, sondern in den sozialen Netzwerken. Dort steht es drin. In Xing finden Sie von den Mitarbeitern, was die können, was sie gerne tun, was sie nicht können, was sie machen wollen und so weiter. Und im Unternehmen haben wir diese Daten nicht. Hier Gartner stellt das eigentlich ganz gut dar. Das Hellblaue ist das, was das Unternehmen an Daten speichert. Das Dunkelblaue ist das, was die Mitarbeiter freiwillig in sozialen Netzwerken über sich preisgeben. Und das Hellblaue drüber ist wieder das an Daten, was entstehen kann, wenn man diese Daten miteinander verknüpft, verlinkt. Linked Data ist der Begriff dafür. Und damit kann man noch mal mehr Daten erzeugen. Und die Datenmenge über Mitarbeiter steigt enorm an. Und natürlich ist es jetzt die Frage für das Unternehmen, wie kann es diese Daten sinnvoll nutzen, um strategisch Personal Entwicklung durchzuführen. Denn das ist die einzige Chance, wenn wir am Arbeitsmarkt die Leute nicht mehr bekommen, dass wir sie intern so weiterbringen, dass wir damit auch was erreichen können. Das ist eigentlich die Chance, die wir haben. Und wie machen wir das jetzt? Ich glaube, das Erste ist, Unternehmen müssen sich entledigen von dem, was sie so im Tagesgeschäft behindert und was eigentlich für sie nicht strategisch ist. Das sehen wir, wenn so Unternehmen wie ADP, die Managed HR-Services anbieten, wachsen ohne Ende. Die machen eigentlich nichts anderes als Millionen von Personalabrechnungen jeden Monat. Das Unternehmen will das einfach weghaben. Also ist auch gar nicht schwer. Ja, da kostet eine Personalabrechnung 8 € oder 10 oder 12 € im Monat pro Mitarbeiter. Das ist wahrscheinlich günstiger sogar, als man es intern lösen kann. Ich will jetzt hier keine Werbung für ADP machen. Gibt es noch andere, die das können. Auch im Saarland gibt es lokale Dienstleister, die das gut tun. Wir haben das, glaube ich, bei der Treuhand, um da auch noch ein bisschen Werbung für die Kollegen zu machen. Aber was dann umgekehrt der Schluss ist, ist, dass die Personalabteilungen sich strategisch ausrichten müssen und das insourcen müssen, was für sie wichtig ist. Und das bezeichnen wir als Learning und Talent Management. Also das ist für uns der Überbegriff. Da gehört auch das Thema soziale Netzwerke, Wissensmanagement mit dazu. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, wie lösen wir den Fachkräftemangel, wie gehen wir gegen das Demografieproblem, wie lösen wir Nachfolgeprobleme im Unternehmen, wie kriegen wir flexible Beschäftigungsmodelle hin, wie arbeiten wir vernetzt. Damit hängt zusammen, wie bilden wir die Leute jeweils auf diese Herausforderungen aus, wie schaffen wir das, dass die Menschen auch umdenken und das annehmen, wie kriegen wir dann uns auch auf die Technologietrends eingestellt, mobiles Lernen ist da das Stichwort. Ich glaube, dass das wirklich der nächste Megatrend ist. Das Soziale ist eine Geschichte, aber sozial und mobil in der Kombination wird eigentlich das sein, was uns am meisten beschäftigen wird und die größte Hebelwirkung haben wird. Und insofern
Aus einer Top-Sicht, wir hatten eben bottom-up die ganzen verschiedenen Technologien gesehen, aus einer Top-Down-Sicht heraus wird für die HR-Abteilung und die beteiligten Trainingsanbieter oder Trainingsinstitute die Frage sein, wie können wir so ein Talent-Lifecycle schließen? Wie können wir identifizieren, wer unsere Talente sind oder was unsere Mitarbeiter an Talenten haben, um es korrekt auszudrücken? Das ist der erste, damit fängt eigentlich dieser Zyklus an. Wie können wir dann die Mitarbeiter gezielt entwickeln oder sich entwickeln lassen, also gezielt entwickeln? Da reden wir von so Themen, dass wir sagen, wir haben einen Bedarf, in einem bestimmten Bereich besser zu werden, und da bieten wir dann entsprechende Entwicklungsmaßnahmen aktiv an und bieten den Mitarbeitern an, diese Maßnahmen zu betreuen, was wir so als klassischen Lernprozess, Trainingsprozess bezeichnen. Wenn wir sie entwickeln lassen, reden wir davon, dass wir ihnen die Werkzeuge geben, dass sie in der Gruppe sich austauschen können und sich dadurch gemeinsam entwickeln. Ein großer Teil des Lernens findet reflektiv statt, also dass man sieht, wie ein Vorbild agiert und dann auf sich selbst reflektiert, macht er das besser, macht er das schlechter, was kann ich von dem lernen. Das ist ein großer Anteil von Lernprozess im Unternehmen, und diese Prozesse kann man eher mit sozialen Netzwerken unterstützen. Also Social Networks heißt, das steht ja auch dahinter, dass man andere beobachtet und dann von denen lernt. Und das tut man ja letztlich auch, wenn man YouTube nutzt oder soziale Netzwerke, jemandem im Twitter-Kanal folgt, bedeutet das nichts anderes als zu beobachten, was er schreibt und tut, um zu schauen, ob das für einen selbst auch passt. Also entwickeln heißt aktiv steuern und entwickeln lassen heißt soziale Netzwerke zu nutzen. Wie kann ich dann Mitarbeiter weiter fördern? Indem ich dann auch natürlich Messungen durchführe. Ich muss auch wissen, ob meine Instrumente funktionieren. Der Geschäftsführer fragt nachher Ende des Jahres, was haben wir denn mit den ganzen Werkzeugen auch erreicht? Da haben wir jetzt Geld investiert. Selbst oder Zeit investiert oder die Mitarbeiter haben Zeit investiert. Was bringt es denn? Und diese Messungsfrage ist schwierig. Das haben wir im Bereich Learning heute gelöst, wenn wir von LMS-Systemen reden. Da können wir sicherstellen, wer hat die Compliance-Maßnahme gemacht. Wir machen jetzt gerade für eine größere öffentliche Institution, die UN, weltweit eine Lösung, wo die zum Thema Drugs, Geldwäsche und so weiter in die Angebote machen, um Mitarbeiter in den global zu zertifizieren im Polizeibereich zu den ganzen, diesen ganzen Fragen. Und die wollen nachher auch wissen, wer hat denn das gemacht und wie erfolgreich ist das denn und wurde das Wissen transferiert und wie viele Teilnehmer waren da dabei. Und dann gibt es auch immer so Fragen, manche Maßnahmen müssen ja wiederholt durchgeführt werden. In Deutschland Gesundheitsthemen, Arbeitssicherheit, Datenschutz sind Themen, sind die Unternehmen verpflichtet zur Schulung, also müssen sie auch nachweisen können, wer hat das dann gemacht. Und das wiederholend, also jedes Jahr. Und dann muss man auch wissen, wer hat das denn vor einem halben Jahr gemacht, den muss man nicht schon wieder einladen und so weiter. Also das sind Prozesse, die brauchen wir, die lösen heute die Systeme. Und da habe ich auch die Reporting-Mechanismen. Aber die Frage ist, wenn wir über soziale Netzwerke reden, wie reporte ich daraus? Und wir haben eben ein paar Beispiele gesehen mit LinkedIn. Da kriege ich die Daten generiert. Und da muss man sich halt überlegen, was als Unternehmen für mich am besten passt. Performance-Management ist also dann eher die Frage, gezielt zu steuern und Mitarbeiter in ihrer Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und dann auf der Basis mache ich dann als nächstes die Karriere- und Nachfolgeplanung und damit verbunden wieder eine regelmäßige Überprüfung der Kompetenzen der Mitarbeiter. Was ist nun ein Talent? Das muss man sich dann dabei fragen. Hier ist das mal ein bisschen plastisch dargestellt, aus welchen Kompetenzen, welche Kompetenzgruppen wir unterscheiden, also persönliche Skills, soziale Skills und dann methodische Fähigkeiten ist so die typische Unterscheidung. Und da will natürlich ein Unternehmen auch gewisse Dinge kennen. Also für Führungskräfte ist nicht nur die Fachkompetenz wichtig, sondern auch vor allem soziale Kompetenzen. Es gibt unterschiedliche psychologische Methoden dazu. Ich denke, das ist hinlänglich bekannt. Es gibt Feedback-Mechanismen und Instrumente,
Diese Informationen muss man dann aber auch irgendwo speichern. Mitarbeiterprofil, Talentprofil, E-Portfolio kann man das alles nennen. Da gibt es unterschiedlichste Begriffe. Im Kern ist das, was wir an Daten haben wollen, natürlich einmal Stammdaten über den Mitarbeiter, dessen Lebenslauf und so weiter. Dann aber auch hier die Kompetenzen, dann zugeordnete Stellen- und Jobprofile, Entwicklungsplanungen, Performance und Potenziale, Laufbahnplanung im Unternehmen. Das sind so die wichtigsten Elemente, die man mitarbeiterbezogen haben will. Man will da natürlich auch bei bestimmten Kompetenzen wissen, wie der Mitarbeiter steht. Es gibt Länder in Europa, die es verpflichtend machen inzwischen, dass man für Mitarbeiter Kompetenzprofile hat. Frankreich ist so ein Land. Ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht verpflichtend. Es ist aber Teil der ISO-Norm geworden, dass man eine Empfehlung hat, dass man Kompetenzprofile für Mitarbeiter hat. Also die Frage ist ja, wo verwaltet man die und wie pflegt man die? Das wird heute meistens noch irgendwie in Word-Dokumenten oder in Excel-Sheets gemacht. Das, wenn wir von technologiebasierter Personalqualifizierung reden, reden wir genau von solchen Ansätzen, dass es dafür natürlich dann Softwaresysteme gibt, dass man dann auf einer Gruppenebene sagen kann, in meinem Team zu einer bestimmten Kompetenz, also jetzt hier beispielsweise Spanisch sprechende Fähigkeiten, wie sieht denn dann meine Verteilung, meine Kompetenzverteilung aus? Das ist typischerweise eine gaussische Kurve, links die, die eher nur Grundlagenwissen haben, rechts die exzellentes Wissen haben, in der Mitte Mitte liegen auch. Da will natürlich ein Unternehmen auch irgendwo eine Übersicht drüber haben. Ich brauche jetzt einen Mitarbeiter, der Vertriebskenntnisse hat und Russisch spricht, um den in Russland einzusetzen. Heißt zwar noch nicht, dass er dann in Russland ein guter Vertrieb ist, aber zumindest habe ich dann die entsprechenden Identifikationen schneller und ich greife dann auf solche Datenbestände zu. Dann will ich das natürlich auch pro Mitarbeiter sehen im Verhältnis zu seinem Jobprofil. Wir kennen solche Spinnendiagramme und das, was jetzt hier rot ist, ist das, was als Ziel definiert ist und das, was blau ist, ist das, wo der Mitarbeiter zurzeit steht. Solche Daten werden generiert aus Mitarbeitergesprächen üblicherweise. Das heißt, man macht in einem Mitarbeitergespräch gemeinsam eine Bewertung von Vorgesetztem und Mitarbeiter. Vielleicht ist die HR-Abteilung noch involviert, muss sie aber nicht. Dann bestätigt der Vorgesetzte letztlich die Skills. Also der Mitarbeiter kann das auch selbst in solchen Systemen hier anlegen. Es geht immer darum, halt sowas auch sehr mitarbeiterorientiert zu machen. Er kann sich selbst einschätzen, aber letztlich muss das nochmal von den Vorgesetzten auch bestätigt werden, damit das auch im System richtig hinterlegt ist. Um Akzeptanz dazu wecken, macht man das, wie gesagt, üblicherweise im Gespräch mit dem Mitarbeiter. Das ist eigentlich der einfachste Prozess. Dann hat man auch die Akzeptanzprobleme meistens gelöst. Für das Thema Karriere und Nachfolgeplanung, das kann man dann auf diesen Datenbeständen aufsetzen. Ich nehme mal hier die nächste Folie besser dazu rein. Was man in solchen Werkzeugen heute bietet, ist dann, dass man Sichten auf das Unternehmen hat, wenn man jetzt beispielsweise jemanden sucht, der eine bestimmte Stelle einnehmen sollte. Man schreibt dann üblicherweise intern heute so eine Stelle aus, aber es geht ja auch den anderen Weg, dass man aktiv im Unternehmen schaut, wer könnte denn da am besten passen, also wo ist die Lücke zwischen dem, was der so kann und wo der im Moment eingesetzt wird und was der sonst für Attribute mit sich bringt und dem, was der Job an Profilen, an Daten hat, wie passt das am besten? Da spielen ja auch andere Kriterien eine Rolle. Zum Beispiel, was hier jetzt Englisch Flight Risk bezeichnet wird, Wechselrisiko. Also gibt es Mitarbeiter, wo unser Wechselrisiko im Moment am höchsten ist oder das Demografierisiko am höchsten ist oder die Reisebereitschaft groß ist. Das sind ja auch Faktoren, die wichtig sind bei Entscheidungen, ob man jemanden für eine Stelle vorschlägt. Solche Attribute kann man auch pflegen von der HR-Abteilung und kann dann nachher Auswertungen machen und sagen, zeigt mir mal alle Mitarbeiter, wo zurzeit ein besonders hohes Wechselrisiko eingeschätzt wird vom Vorgesetzten, um strategisch schon eine Nachfolgeplanung zu machen.
Weil wenn die weggehen, brauche ich noch mal 6 Monate oder 12 Monate, bis die Stelle wieder besetzt ist. Und man muss natürlich dann auch überlegen, oder vielleicht nicht über Nachfolgeplanung nachzudenken, sondern zu gucken, wie kann ich den halten? Ist der vielleicht falsch eingesetzt und so weiter? Also das sind Fragestellungen, die das Personal interessieren und wo wir versuchen, heute Lösungen anzubieten, damit man diese Daten hat. Und man kann dann nachher vielleicht auch solche Grafiken sich anzeigen lassen. Also wie sieht mein Demografiebaum im Unternehmen aus? Wo habe ich Potenzialträger? Also hier oben rechts sind die, die Potenzialträger sind. Die habe ich also richtig eingesetzt. Wie kann ich die weiter fördern? Dann habe ich hier eher durchschnittliche Mitarbeiter. Die muss ich mir überlegen, wie kann ich die weiter aufbauen und weiter nach rechts bringen? Oder versetze ich sie in eine andere Abteilung, um sie dort dann besser einzusetzen? Ich denke, das sind alltägliche Fragestellungen. Ein kleines Unternehmen wird sich sagen, brauche ich dazu so ein System? Es gibt diese Systeme heute aus der Cloud. Das heißt, man kann das für 100 Mitarbeiter machen, man kann das für 1000 Mitarbeiter machen, man kann das auch für 10.000 Mitarbeiter machen, ohne dass man sich die Software anschafft, ohne dass man die hostet. Man muss natürlich die Daten pflegen. Und viele der Daten entstehen aus Bildungsaktivitäten heraus, gerade die ganze Kompetenz, das ganze Kompetenzprofil. Das wird auch in Mitarbeitergesprächen angelegt. Das hat auch den Vorteil, dass man dann hier ständig die Mitarbeitergesprächsdaten wieder einsehbar hat als vorgesetzt. Man kann also ständig sehen, was habe ich denn mit dem vereinbart. Ich muss nicht groß in der Personalabteilung nachfragen, mir die Akte geben lassen und so weiter. Das heißt, man vereinfacht auch die Prozesse. Und wenn man sowas integriert in die ganzen Abläufe des Unternehmens, dann denke ich, ist man für das Thema Talentmanagement in der Zukunft richtig aufgestellt. Und Talentmanagement und Lernmanagement oder E-Learning hängt auch eng miteinander zusammen. Dass man dann heute dann auch den Mitarbeitern Inhalte über Mobilgeräte zur Verfügung stellt, dass man solche Lösungen mit sozialen Netzwerken integriert. Also wir haben beispielsweise in unserem Produkt Klicks auch Integrationen inzwischen mit Social Networks wie YouTube und Twitter und so weiter, so dass man zu einem Kurs oder zu einem Bildungsthema auch entsprechende Twitter-Kanäle machen kann. Wie gesagt, das hängt auch oftmals von der Masse ab. Also eine Kursgruppe kann einen eigenen Twitter-Kanal haben. Wir könnten jetzt hier auch einen Twitter-Kanal öffnen und noch parallel quasi so eine Kommunikation über Twitter haben. War der Vortrag gut und was finde ich schlecht und so weiter und damit eine direkte Kommunikation anbieten. Das wird ja heute auch schon oft gemacht in Konferenzen. Man braucht nicht immer die Masse, aber für viele Themen braucht man im Web 2.0 einfach die Masse. Wir machen zum Beispiel für das Thema Elektromobilität für über 1 Million Kfz-Techniker in Deutschland zurzeit eine Web 2.0 Strategie, wo ein Twitter-Kanal für E-Mobility aufgesetzt wird, ein E-Book-Katalog aufgesetzt wird, ein YouTube-Channel und so weiter. Da entsteht Masse und da kriegt man auch genügend Inhalt zusammen, dann macht das durchaus Sinn und dann kann dann der Inhalt auch sehr innovativ und dynamisch entwickelt werden. Es gibt auch noch andere Verfahren, noch als letzte Folie, wo man über das Thema Mikrolearning nachdenkt, also dass man versucht, dass die Inhalte oder das Wissen, das der Mitarbeiter braucht, in den Arbeitsprozess zu integrieren. Das geht in vielen Bereichen. Es geht nicht am Lufthansa-Check-In-Schalter, wo der Kunde direkt vor der Nase steht und dann sagt der Mitarbeiter, jetzt muss ich mal gerade noch gucken, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich den Platz hier für Sie reserviere. Ich lerne mal gerade 2 Minuten was. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Aber in den meisten Büroarbeitsplätzen geht es, dass man das Wissen zum Arbeitsplatz liefert. Und wir haben zum Beispiel heute auch Technologien, die erkennen, was der Mitarbeiter gerade macht, und bieten dann kontextsensitiv gerade das Know-how an, das er gerade braucht. Also wenn er ein Problem in seinem SAP-System hat oder in seinem Microsoft Office oder er weiß gerade nicht, wie er die firmenspezifische Anwendung nutzt, dann wird genau zu dem Punkt, wo er gerade ist, das Wissen bereitgestellt. Wir können das heute erkennen. Das heißt, er muss gar nicht mehr in ein Lernsystem gehen und einen Kurs buchen oder eine Lerneinheit aufrufen, sondern es wird auch kombiniert und integriert in den Arbeitsplatz und so entsteht natürlich ein Gesamtbild.